Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Und ihr erinnert euch bestimmt, ich hatte noch vor einer Weile das Video gemacht, warum Custom Matches genervt werden. Und der Punkt hierbei ist einfach, dass man halt sehr viel Geld damit farmen konnte. Und ich habe euch gezeigt, wie das geht. Wenn man dann volle Runden gespielt hat, hat man $3000 bekommen oder so. Das ging halt abartig in die Höhe. Und ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen, was die jetzt geändert haben, weil jetzt die Belohnung wurde um 80% reduziert. Dann durch einen weiteren, Buff wurde es auf 60% reduziert. Und jetzt haben sie das System nochmal komplett verändert. Und so gefällt es mir wirklich, wirklich gut. Denn hatte man mit einer 24er Belohnung gespielt und hat dann, gewonnen, hat man halt sehr viel Geld abgezogen gekriegt, sodass sich das gar nicht gelohnt hat. Und jetzt hätte ich 2, 3 Profispiele gemacht, hätte mehr Geld verdient. So. Jetzt ist es aber so, dass die Belohnung erstmal auf 15-fache Belohnung gecapped ist. Ihr seht schon hier, ich habe ein bisschen mehr. Bei mir ist eingestellt mal 15,45. Und maximal geht aber mal 15. Mehr berechnet er nicht. Darum konnte ich jetzt für dieses Farm-Build, was ich hatte, das war ja vorher auf 24, 22 oder so, konnte ich jetzt halt ein bisschen justieren. Ich kann jetzt auch sprinten und so, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass der Geist jedes Mal, wenn ich nach dem Knochen frage, mittlerweile anfängt zu handeln. Ich weiß nicht warum. Man weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist einfach jetzt habe ich auf Pech gehabt jedes Mal. Aber dann halt, wenn du dann nur 50% laufen kannst und hast keine Verstecke, bist tot. Weißt du? Das ist ja nicht Sinn der Übung. Jetzt haben wir das so angepasst, dass wenn man nicht den Geist errät, man auf die nächst niedrigere voreingestellte Schwierigkeit fällt von der Berechnung her. Das heißt, die voreingestellten Schwierigkeitsgrade sind Anfänger, Fortgeschritten, Profi und Albtraum. Wir sind jetzt bei der 15-fachen Belohnung. Wenn ich jetzt also reingehe und überlebe, den Geist errate, kriege ich die 15-fache Belohnung. Alles gut, habe ich mir erarbeitet. Wenn ich jetzt aber reingehe, hole mir nur den Knochen und gehe wieder, falle ich auf den nächst niedrigeren, voreingestellten Schwierigkeitsgrad zurück. Und das demonstriere ich euch jetzt. So, wie üblich Tanglewood. Was haben wir? Geister-Event, Bewegungssensor, Kerze ausblasen. Okay, nehmen wir einen Smudge mit, falls mal was passiert. Und wie üblich gehen wir zuerst zum Board. So, also sind wir gerade im Keller angekommen. Wo ist der Knochen? Bye. Zum Boys Room. Knochen. Er ist in der Küche. Naja. Wir gehen jetzt. Holy moly, da habe ich in die Aufnahmen pausiert und in dem Moment spawnt der Geist direkt vor meinem Gesicht und haut die Tür zu. Natürlich habe ich das völlig cool weggesteckt. So, unsere 15-fache Belohnung ist, da wir den Geist jetzt nicht richtig erraten haben, außer wir haben jetzt einen Spirit. Das wäre ein Dämon gewesen, da habe ich echt Glück gehabt. So, wir kriegen jetzt die 15-fache Belohnung draufgerechnet. Aber weil wir halt nicht erraten haben, wird uns das Geld wieder abgezogen. Und wir haben dafür jetzt $60 verdient. Das kann man natürlich jetzt, wenn man Bock hat, machen und ein bisschen, sich natürlich ein bisschen Geld erarbeiten. Ach, deswegen habe ich das Geister-Event auch noch gekriegt. Ja, okay. Aber am Ende des Tages kommt da jetzt nicht so viel bei rum. Ja, also, da kann man lieber normal spielen. Habe ich die Einstellungen so wie jetzt, habe ich eine Belohnung von 2,15. Wenn ich den Geist hier nicht richtig errate, falle ich auf eine zweifache Belohnung zurück, wie auf Fortgeschritten. Er rundet also sozusagen immer ab zum nächsten Punkt. Hätte ich 3,45, würde ich eine Dreierbelohnung kriegen. 1,25 würde ich eine Einserbelohnung kriegen. Habe ich 5,6, kriege ich eine Viererbelohnung. Habe ich 7,6, kriege ich auch eine Viererbelohnung. Und bei 15 auch eine Viererbelohnung. Weil 4 die höchste Einstellung ist, die man hier bei Albtraum dann bekommt, die vierfache Belohnung. Das heißt, man würde immer auf den nächst niedrigeren fallen. So einfach ist das. Ich hoffe, dieses kleine Infovideo hat euch gefallen. Ich halte es jetzt wirklich kurz. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie ihr es balancen würdet.
Und natürlich, ne? Ihr wisst den Klick auf den roten Button. Ihr wisst es, ihr wisst es. Danke, bis zum nächsten Mal und ciao.